Okay, was ist, wenn ich euch sagen würde, dass ihr sehr wahrscheinlich deutlich mehr Raids überleben könntet, einfach nur, wenn ihr eine Änderung bzw. eine Statistik von jeder einzelnen Rüstung in Escape from Tarkov euch genauer anguckt und versteht, was dieser macht. Und vor allen Dingen, was ist, wenn ich euch sagen würde, dass keiner aktuell die beste Level 5 Armor spielt und diese eigentlich auch unter anderem verdammt günstig ist. In diesem Video geht es einmal grundlegend um die Durability bzw. Haltbarkeit von bestimmten Rüstungen in Escape from Tarkov und was die tatsächlich für einen Unterschied machen. Denn wir haben einige Balancing Changes bekommen jetzt in den letzten paar Wochen. Einige Rüstungen sind jetzt tatsächlich sau viable geworden und man mutiert zu einem absoluten Tank. Genau das, inklusive Tests und allem drum und dran, gucken wir uns jetzt an. Aber erstmal für die Leute, die neu sind, ich bin der Nico, der 2Twisted, schön, dass ihr am Start seid. Wenn euch das Video gefallen sollte, gerne ein Like, Kommentar und kostenloses Abo da lassen, würde mich extrem supporten. Um das Thema Armor ganz grundlegend verstehen zu können, müssen wir uns mal eben ganz kurz das Penetration-System angucken. Ich werde es jetzt nicht sehr tiefgründig erklären, aber wenn ihr euch einfach die Munitionschart hier im Wiki anguckt, ist die grundlegende Information einfach, wenn eine Munition einen gewissen Pennwert hat, also einen 30er Pennwert zum Beispiel hat, kann diese durch eine 3er Rüstung durchgehen. Wenn sie einen 40er Pennwert hat, durch 40. Wenn sie 50er, dann 5er Rüstung und so weiter und so fort. Das heißt also praktisch einfach eine 0 abziehen und schon habt ihr grob die Chance, wie ihr tatsächlich dann penetrieren könnt. Wenn es so halbe Dinger sind, wie zum Beispiel der 8 und 5er1, heißt das einfach, wenn die Munition nicht direkt bei der ersten Chance penetrieren kann, zerstört die unter anderem einfach die Rüstung, reduziert die Haltbarkeit davon und dann habt ihr halt einfach immer und immer mehr pro Schuss, den ihr landet, eine Chance, die Rüstung zu penetrieren und den Gegner zu töten. Wir gucken uns also jetzt einmal das normale Beispiel an, wie würden wir denn durch eine 5er Armor durchkommen? Und zwar gucken wir uns hier einmal ganz simpel M855A1 an. M855A1 ist eine 556er Kaliber mit einer Penetration Power von 44. So, 44 würde bedeuten, wir kommen automatisch durch eine 4er Weste durch. Allerdings kommen wir dann nicht direkt mit dem ersten Schuss durch eine 5er durch. Diese hat eine Durability von 50. Das gibt uns noch nicht alle Informationen, die wir benötigen. Denn die Durability an sich wird multipliziert mit dem Materialtyp. Und dadurch bekommen wir dann die Effective Durability. Das ist also die eigentliche Haltbarkeit, die jeder Armor hat. Und das ist das Ausschlaggebende für uns. Ich werde natürlich auch im Pinned-Kommentar einmal die beiden Seiten verlinken mit den Ballistics und den Armor-Westen, damit ihr das alles ohne Probleme nachgucken könnt. Aber um diesen Wert dreht es uns. Und das ist der Wert, den viele Leute nicht so richtig auf dem Schirm haben. Denn wenn man sich hier anguckt, die Korund, eigentlich die populärste Level 5er Armor von allen Spielern, wird die eigentlich immer und immer wieder gespielt, hat nur 64 Durability. Wirkt jetzt vielleicht viel, vielleicht wenig. Wir wissen nicht unbedingt, wie man das zu deuten hat. Und das ist auch komplett verständlich, weil im Endeffekt, ich habe mich auch nie drum gekümmert. Ich dachte mir halt einfach immer so, ja, 5er Armor passt, auf geht's, zieh mal an und Abfahrt. Aber was ist, wenn ich euch jetzt sagen würde, dass nach den Änderungen, die wir jetzt vor kurzem haben, dass eine Rüstung in der 5er-Klasse so gut geworden ist, dass sie mindestens doppelt so gut ist wie die Korund. Und hier sind auch unter anderem ein paar der Rüstungschanges, nämlich hat die entsprechende Rüstung, über die wir jetzt reden, nämlich die Redut-M, einige Änderungen bekommen. Und zwar hat sie jetzt nicht mehr 60 maximale Durability, sondern 80. Hört sich jetzt vielleicht nicht ganz so krass an, allerdings haben wir ebenfalls die Situation, dass wir vor einigen Wochen ebenfalls noch die ganzen Änderungen bekommen haben mit den Ergonomic Penalties und mit den Movement Speed Penalties, also diesen ganzen Debuffs, die auf einer Rüstung sind, die wurden alle angepasst. Und vorher war die Redut echt ganz schön scheiße, was diese Debuffs angeht. Das ist jetzt nicht mehr so. Die Redut ist eine saugute Armor geworden und sie tankt doppelt so viel wie eine Korund. Hier zeige ich euch mal eben kurz die Tests zu den drei gängigsten Munitionstypen, die ich bis jetzt diesen Wipe encountered habe. Fünf. Wenn man sich das Ganze jetzt hier nochmal anguckt, von der Effective Durability her, die Korund hat hier einen Durability-Wert von 64, die Redut einen von 160 und die Killer Armor, was ja eigentlich mit so als beste 5er Armor zählte, von 133. Hier sind wir im Spiel angekommen und wir haben hier einmal bei Ragman Level 3 die Redut M für 239.000 Rubel zu kaufen. Das ist ein ordentlicher Preis. Kriegt man aber deutlich, deutlich günstiger, denn es gibt ebenfalls noch den Barter-Trade. Die antiken Bücher, gucken wir uns mal eben kurz auf dem Flea Market an. Zack, sind bei ca. 40.000 Rubel. Kaufen wir uns einfach mal, passt. Dann ebenfalls die Bakisi-Bücher. 26.000 liegen meistens so roundabout bei 30k. Dann gucken wir uns hier noch die Tech-Manuals an und hier seht ihr schon, 18.000 Rubel sind gerade einen Ticken auf der teureren Seite. Aber ich habe ja jetzt schon alles mögliche zu unterschiedlichen Preisen gesehen. Sie fangen bei 10k an zum Teil, gehen dann manchmal bis 25k hoch. Klar, muss man dann so ein bisschen gucken, wann man die Manuals dann tatsächlich kauft, um diesen Barter dann halt einfach abzugreifen. Aber wenn man die Rüstung für 180 bzw. 200.000 Rubel insgesamt kaufen kann über diesen Barter-Trade, dann macht es einfach sau viel Sinn. Dann ist es sehr wahrscheinlich von der Preis-Leistung her ebenfalls die beste Rüstung und von der Leistung, also generell auch von der Leistung her, wenn nicht sogar die beste Rüstung, die man überhaupt spielen kann aktuell. Beim Schnitt ist mir aufgefallen, dass ich vergessen habe zu sagen, dass Fans ebenfalls auch die Tech Manuals für 9.000 Rubel circa verkauft und dabei hat er auch immer sau viele davon am Start. Guckt also auf jeden Fall, wenn ihr diesen Barter Trade machen möchtet, auch mal bei Fans rein. Also lass uns nochmal ganz kurz zusammenfassen. In einem wirklich absolut perfekten Szenario kann ein Spieler, der eine Redut-M trägt, fast doppelt so viele Hits aushalten, wie einer, der eine Korund trägt. Vergesst dabei an der Stelle nicht, dass es in Escape from Tarkov kein perfektes Szenario gibt. Gerade wenn man auch auf den Bereich Brusthöhe schießt, passiert es sau häufig, dass man auch mal die Arme erwischt oder ebenfalls auch, dass einige Schüsse in den Magen gehen oder vielleicht sogar ein Abpraller vom Kopf oder ihr eist den halt direkt, dann ist die Redut eh scheißegal. Aber ansonsten, gerade so wie ihr halt wirklich auf diesen oberen Oberkörperbereich schießt, habt ihr einfach die Möglichkeit, dass viele Sachen blocken, wie zum Beispiel die Arme oder halt auch einfach Schüsse in einen anderen Bereich reingehen, dass man den Gegner möglicherweise nicht instant töten könnte. Also irgendwo kann man dann doppelt so viel tanken und gleichzeitig in einem guten Szenario, beziehungsweise in einem sehr realistischen Szenario, ist dann auch sehr bald das Magazin vom Gegner zu Ende. Und spätestens dann habt ihr den Fight gewonnen. Also seid euch dessen bewusst, gerade was Magazingröße angeht, diese Armor wird einen riesigen Unterschied machen. Mindestens dann, wenn ihr im 2 gegen 1 seid, weil eigentlich seid ihr dann immer schon direkt mit einem 30er Magazin, wenn ihr gegen eine Redut spielt. In vielen Fällen unter anderem im Arsch. Aber lasst uns das Ganze nochmal ganz kurz von der Redut entfernen und guckt euch generell einfach für jede Armor-Klasse wirklich nochmal die Effective Durability an. Klar, unterschiedliche Materialien können sich anders gut reparieren, aber generell machen wir das ja aktuell sowieso mit dem Armor Repair Kit, um einfach den Skill auch noch hoch zu pushen, was das Ganze effizienter macht und so weiter und so fort. Aber guckt euch einfach wirklich für jede Armor im Wiki einfach nochmal die Effective Durability an und vielleicht könnt ihr da schon 1 oder 2 Änderungen machen, um vielleicht einfach ein paar Gunfights dann zu überleben. Das Gleiche zählt natürlich auch für die 4er Armor. Freunde, wenn euch das Video gefallen haben sollte, wie gesagt, Like, Kommentar wäre sehr appreciated und ein Abo natürlich auch. Und jetzt erstmal viel Spaß neuen Raids.